Ja, ich grüße euch. Wir sind wieder draußen unterwegs. Es ist jetzt kurz nach 7 und ich habe in meinem Packerl ein paar Sachen dabei, die ich euch zeigen möchte. Und ich hätte gesagt, trödeln wir nicht rum, suchen wir einen Platz, bauen wir die Kamera auf und legen wir los. Bis gleich. So, wir fangen jetzt gleich an. Einige von euch werden sich jetzt denken, nanu, der hatte doch gerade noch eine andere Jacke an. Die Jacke kam uns bekannt vor und überhaupt wollten wir eigentlich wissen, was ist jetzt mit dieser Jacke? Kommt die jetzt endlich? Jetzt ist die Jacke weg. Nein, die Jacke ist nicht weg. Die Jacke ist in meinem Rucksack, weil, wenn schon, wollen wir richtig anfangen, nämlich von vorne. Das heißt, wir fangen beim Packmaß an. Schön. Mit einem relativ kompakten 30 Liter Rucksack unterwegs. Das ist die Jacke. Das ist der Rucksack. Da ist alles drin, was ich tatsächlich für 24 Stunden brauche. Und wichtig ist dann natürlich auch, dass ich nicht die Hälfte vom Rucksack im Platz für meine Jacke verplempe. Das ist meine Jacke. Das ist die Frontier One Primaloft Kälteschutzjacke, die ich schon kurz vorgestellt habe. Und das ist jetzt die absolut finale Version, so wie sie auch in der nächsten Woche bei uns in den Shop kommen wird. Das ist jetzt Größe L. Wiegt in Größe L 680 Gramm mit dem Packsack, kommt auch mit dem Packsack und die Jacke wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen. Packsack ist relativ großzügig geschnitten, ihr könnt auch noch eure Kälteschutzmütze, Fließmütze oder ähnliches mit reinpacken. Oder wenn ihr wirklich in Eile seid, es packt sich einfach leichter, wenn man einen etwas größeren Packsack hat, wenn man mehr Platz hat, als wenn man die Jacke eigentlich wie Origami falten muss. Das gute Stück jetzt. Sieht man mich nicht mehr, sieht man die Jacke, macht nichts, es geht um die Jacke. Mal erstmal zu den nackten Daten. Wie gesagt, die Jacke wiegt 680 Gramm. Außenmaterial und Futter sind 100% Nylon. Und zwar Nylonstoff mit knapp 20 Gramm der Quadratmeter. In Ripstop. Ich hoffe, die Kamera fokussiert richtig. Ah, mag mich heute nicht so ganz. Ist ein ganz feines Ripstop-Gewebe, sehr leicht. Ist winddicht, komplett. Ist sehr atmungsaktiv und ist wasserabweisend, nicht wasserdicht. Ich würde jetzt mal sagen, so 1000 bis 1500 mm Wassersäule. Das heißt, ein stärkerer Platzregen wird nach einer gewissen Zeit auf jeden Fall durchgehen. Ist keine Nässeschutzjacke. Wir empfehlen es auch dringend, wenn schlechtes Wetter ist, sie nur in Verbindung mit einer Nässeschutzjacke zu nutzen. Aber es ist nicht so, dass er Wasser aufsaugt wie ein Schwamm. Und dementsprechend ist er eben auch für schlechtes Wetter geeignet. Das Innenfutter ist aus dem gleichen Material, eben um das Gewicht möglichst niedrig zu halten. Und das Futter an sich, also die Füllung, ist Primaloft Sport Level 3. Das ist das Hochwertigste, was man von Primaloft als Füllung eigentlich bekommen kann. Und wer sich mit den ganzen Füllmaterialien und Ähnlichem nicht so auskennt, man kann Primaloft eigentlich am besten mit künstlicher Daune vergleichen. Hat die positiven Eigenschaften von Daune, es ist hoch komprimierbar, es ist sehr leicht und hat einen sehr hohen Loft. Das heißt, es puffert sehr viel Luft, was dann letzten Endes für die Isolation dann verantwortlich ist. Das heißt, nicht das Material isoliert, sondern die tote Luft, also im Englischen spricht man vom Dead Airspace, die in und zwischen den Fasern gespeichert wird, bewirkt dann die Isolation. Und Primaloft hat einen großen Vorteil gegenüber Daune. Es darf feucht werden, es wärmt auch noch, wenn es feucht ist, und es klumpt nicht zusammen, wenn es feucht ist. Das heißt, ich kann meine Primaloft-Jacke auch ohne Probleme bei 30 Grad in die heimische Waschmaschine werfen. Macht ihr nichts aus, ich muss damit nicht zur Reinigung. Und wenn sie draußen tatsächlich mal feucht wird, dann trockne ich sie, schüttel sie danach kurz durch und dann ist der komplette Luft wieder da. Anderer Vorteil von Primaloft ist auch noch, die Faser kann komprimiert gelagert werden. Das heißt, wenn ihr mal von der Tour heimkommt, was anderes vorhabt, gerade einfach nur grocken und kaputt seid, und ihr schmeißt euren Rucksack mal in die Ecke und die Jacke ist ein Kompressionssack für eine Woche, dann müsst ihr hinterher die Faser, die Füllung, nicht irgendwie wieder konditionieren mit
Tennisbällen in die Waschmaschine oder in den Trockner werfen oder ähnliches, damit sie wieder volle Isolationskraft hat. Sondern ihr packt sie aus, ihr schüttelt sie mal durch, lasst sie vielleicht mal einen Tag normal im Hügel hängen und dann ist die Jacke wieder absolut da, wo sie sein soll. Das ist natürlich von Vorteil, weil damit ist die Jacke extrem wartungsarm und das ist draußen natürlich der Idealfall, weil man kann sich darum kümmern, draußen zu sein, irgendetwas zu machen und man muss nicht ständig auf seine Kleidung achten. Deswegen haben wir uns für Primaloft entschieden. Ein Nachteil von Primaloft ist, die Jacke wird um die 110 Euro kosten. Den genauen Preis kann ich noch nicht nennen, weil wir die Zollscheine und die Zollbescheinigung für die Jacke jetzt noch nicht haben. Aber prinzipiell, wenn wir nicht Primaloft, sondern ein anderes No-Name-Futter verwendet hätten, hätten wir die Jacke für ungefähr 55 Euro anbieten können. Wir haben uns entschieden, Primaloft zu nehmen. Ganz einfach deswegen, weil die Performance einfach das Geld wert ist. Und es war ein langwieriger Prozess, bis wir uns für Primaloft haben zertifizieren lassen, beziehungsweise zertifizieren lassen können. Das hat letzten Endes dann trotzdem funktioniert. Und jetzt haben wir die Jacke fertig. Und wir sind auf jeden Fall froh. Also wir würden es nicht nochmal anders machen. Wir würden nicht zu einer anderen Faser greifen. So, habe ich jetzt die Jacke. Ich sage jetzt mal mit den nüchternen Fakten vorgestellt, jetzt wollen wir uns mal die Jacke näher anschauen. Ja, das erste, was man sieht, die Jacke ist relativ spartanisch ausgestattet. Wir haben nur die zwei Taschen. Das sind ziemlich große Napoleon-Brusttaschen. Und zwar gehen die von hier oben, vom Namensschild, bis hier unten. Das heißt, ich lege es mal flach hin. Die Jacke geht von hier. Entschuldigung. Von hier bis hier unten. Da habt ihr ziemlich einen Stauraum. Mehr haben wir aber in Taschen auch nicht gemacht. Ganz einfach aus dem Grund, die Jacke an sich ist relativ lang geschnitten. Wer jetzt zum Beispiel militärisch unterwegs ist, braucht eher eine kürzere Jacke, weil er zum Beispiel die Seitarm am Oberschenkel hat. Die Jacke kann ohne Probleme nach innen umgelegt werden und kurz getragen werden. Da würden allerdings Taschen unten nur stören. Deswegen haben wir die weggelassen. Genauso haben wir die Armtaschen weggelassen, ganz einfach aus dem Grund. Mit dem sehr leichten Gewebe ließen sich Armtaschen einfach nicht wirklich zufriedenstellend realisieren. Wir hätten Cordura einsetzen müssen, das hätte das Gewicht erhöht, die Jacke wäre steifer geworden und wir hätten eigentlich Kompromisse gemacht, die wir nicht haben wollten. Deswegen haben wir es nicht gemacht. Das heißt, was von den Armtaschen aus dem ersten Test übrig geblieben ist, sind eigentlich nur die Klettflächen für die Abzeichen. Ja, bei den Taschen hat man es gerade schon mal kurz gesehen. Die Taschen sind spritzwassergeschützt, somit auch Staub und Schmutz geschützt. Das heißt, wenn ihr da eben auch das Telefon drin habt, das verdreckt nicht, das verstaubt nicht. Der Frontreißverschluss geht hier in eine kleine Minitasche, sodass der Reißverschluss eben nicht Der Reißverschluss selbst ist hier nochmal mit Klimaluft gefüllten Stoff hinterlegt, das ist als Windschutz und Isolationsschicht. Und der Reißverschluss ist auch doppelt ausgeführt. Hintergrund ist der, ihr könnt die Jacke wenden und habt sie dann in dieser Signalfarbe. Ich werde die Jacke jetzt mal ganz aufmachen. Ihr werdet feststellen, in dem Moment, wo ich die Jacke hochnehme, wird sich das Kamerabild etwas verändern, da die Kamera tatsächlich aufgrund der Farbe die Belichtung nachregelt. Die Farbe ist extrem grell. Das ist eben wirklich eine Signalfarbe. Ich kann euch aber versichern, wenn ihr die Jacke ganz normal auf Oliv gewendet tragt, sieht man nichts vom Orangen. Wir haben auch im Kragen eine Kapuze. Das zeige ich euch auch. Die verschwindet in einer Kletttasche und auch die Kapuze ist Primaloft gefüttert und ist komplett oliv. Das heißt, auch wenn ihr die Kapuze außen habt, man sieht nichts vom Orangen. Ansonsten, wie gesagt, Ausstattung ist eher spartanisch. Wir haben hauptsächlich Wert auf die Verarbeitung gelegt und auf die Isolation. Wir haben uns am Bund nach längeren Tests dafür entschieden, Elastikbündchen zu verwenden, weil die einfach bequemer und ergonomischer waren. Du kannst die Jacke an der Taille und im Saum regulieren. Und natürlich ist auch die Kapuze einhändig regulierbar. Was jetzt natürlich bei so einer Jacke noch interessant ist,
wofür kann man sie überhaupt verwenden, für welche Temperaturen kann man sie verwenden und ja, wie lange kann ich sie tragen. Also, wir haben die Jacke getestet bei leichten Regen, wir haben sie getestet bei Schnee. Die extremste Temperatur, wo wir sie getestet haben, war minus 12 Grad. Bei minus 12 Grad muss ich sagen, ein Longsleeve für das, was ich jetzt anhabe, drunter und in Bewegung bleiben, war wunderbar. Bin ich bei minus 12 Grad aus der Bewegung rausgekommen, musste ich noch etwas drunter ziehen. Die Jacke an sich ist eine Ganzjahresjacke. Wir haben jetzt nicht vorgehabt, die absolute Winter-Expeditionsjacke, mit der ihr die nächste Arktis-Expedition durchführen könnt, zu schaffen, sondern es war wichtig, eine Ganzjahresjacke, eine Alltagsjacke zu machen. Und das ist uns auch ganz gut gelungen. Die häufigsten Tests waren bei 0 Grad bis plus 5 Grad. Da muss ich sagen, in Bewegung mit dem Longsleeve drunter fing die Jacke nach einer gewissen Zeit an, zu warm zu werden. Da hätte es auch ein normales T-Shirt eben getan. Gut, das sind jetzt unsere Praxiswerte. Was würden wir jetzt als Laborwerte angeben? Erstmal, was ich nicht angeben möchte, ist ein Extremwert, weil der Extremwert, das ist eigentlich aus meiner Erfahrung raus immer ein Fantasiewert. Dann kann man halt, der Extremwert sagt eigentlich nur, bei dieser Temperatur stirbst du nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht das Ideal, worauf wir hinaus wollen. Für was für uns wichtig ist, ist der Komfortwert. Den Komfortwert der Jacke würde ich auch von meinem Kälteempfinden und vom Kälteempfinden derjenigen, die für uns getestet haben, bei 0 Grad bis plus 5 Grad angeben. Das heißt, Temperaturen um den Gefrierbund, minus 5, 0 Grad, plus 5, das ist so die Komfortzone der Jacke, wo man damit bei normalen Tätigkeiten noch warm bleibt. Natürlich im Sommer, gerade wie mit dem Packmaß, abends, wenn es kalt wird, die Jacke drüber, ist wunderbar, wenn man nur ein T-Shirt drunter anhat. Man wird, wenn man das erste Mal auf Tour ist, erstaunt darüber sein, wie kalt es tatsächlich auch im Sommer, zum Beispiel in den Alpen, werden kann. Die Jacke ist aufgrund ihrem Gewicht für solche Sachen einfach ideal. Und was auch ein Vorteil von Primaloft ist, Primaloft hat ein wirklich erstklassiges Kleinklima. Das heißt, auch wenn es ein bisschen wärmer ist, man wird warm, aber es wird nicht schwitzig, es wird nicht stickig in der Jacke. Das heißt, die Jacke reguliert ein bisschen mit. Es ist natürlich nicht so, dass man einen eingebauten Thermostat hat. Wenn man sich bei 30 Grad im Sommer mit der Jacke hinstellt, wird man schwitzen. Man wird überhitzen, ist ganz klar. Also, wir verkaufen hier keine Jacke mit Klimaanlage. Aber als Ganzjahresjacke, wie gesagt, hat sie ihren Dienst perfekt erfüllt. Wir haben die Jacke jetzt schon seit, jetzt müsste ich lügen, seit März letzten Jahres, das heißt seit 12 Monaten im Test. An der Füllung hat sich nie was geändert. Wir haben einfach nur immer an den Details, an den Größen, an den Proportionen eben gefeilt. Aber bei jedem Test, wir hatten die gleiche Füllung, gleiches Außenmaterial, gleiches Innenfutter und die Performance war immer top. Also wir haben die wirklich ein komplettes Jahr durch benutzt. Und da gab es eigentlich keine Probleme. Wir hatten die Jacke bei 4 verschiedenen Testern, die auch in verschiedenen Bereichen angesiedelt waren. Einer war in der Jagd, einer war rein ziviles Tracking. Wir haben es auch jemanden gegeben, der die Jacke hauptsächlich militärisch nutzt. Und das Feedback von denen floss dann eben auch in das letzte Muster mit ein. Wir haben die Taschen nochmal ein bisschen abgeändert. Wir haben die Jacke ein bisschen länger gemacht. Also wenn man sie nicht umschlägt in der Ursprungsform, ist die Jacke wie ein Parker zu tragen. Das heißt, die Nieren sind auch komplett geschützt. Der Rücken bleibt komplett warm, auch wenn man sich bückt. Das ist eigentlich so der Bereich, wo die Jacke wirklich glänzt. Sie ist wirklich sehr warm, hat ein super Klima in der Jacke und Gewicht und Packmaß ist einfach klasse. Wir hätten es natürlich noch kleiner machen können. Wir hätten die Jacke kürzer machen können, wir hätten die Kapuze weglassen können. Wir hatten öfters die Diskussion, weil Leute gesagt haben, ja, ich habe den und den Alpin-Pullover, auch aus Primaloft, der wiegt 100 Gramm weniger, wo ich gesagt habe, ja, der hat aber auch nur die Länge, Entschuldigung, wenn ich das sage, von einem Daumenmieter, der hört einfach auf Gürtelhöhe auf. Wenn du dich bückst, wenn du irgendwo dein Tab aufbaust, dann sind deine Nieren frei. Das macht keinen Sinn. Deswegen haben wir gesagt, okay, die gängigen Jacken im militärischen Bereich liegen so bei 1000, 1200 Gramm.
wenn wir das halbieren können, ist gut. Ich denke, das haben wir mit der Jacke ganz gut geschafft. So, ein Punkt, den natürlich jeder von euch noch wissen wollt: Wie sieht die Jacke jetzt getragen aus? So sieht sie getragen aus. Ich habe die Jacke jetzt eingeschlagen. Das heißt, man sieht es, ich komme an meine ganze Ausrüstung ran. Komme ans Messer ran, ist alles kein Problem. Wenn es kälter wird, kann ich die Jacke auch noch zum Parker machen. Alles kein Problem, sind ein paar Handgriffe. Dann ist die Jacke auch wieder eingeschlagen. Und ich habe wieder volle Bewegungsfreiheit. Von der Temperatur ist es jetzt gerade so, ich habe nach Thermometer so um die 8 Grad. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ist es super. Und wenn ich weiterziehe, werde ich die Jacke wahrscheinlich wieder ablegen, weil mit Rucksack wird es dann doch ziemlich warm. Ja, sind jetzt da angelangt, wo wir heute Morgen eigentlich angefangen haben, wo ich eben heute Morgen angekommen bin. Ich hoffe, die kurze Vorstellung hat euch gefallen. Wie gesagt, die Jacke wird schnellstmöglich von uns bearbeitet. Wir müssen natürlich auch die Fotos machen, wir müssen sie für den Shop aufbereiten. Und die Jacke wird dann in Kürze bei uns im Shop sein. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich über euer Interesse. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde jetzt von hier aus mal weiterziehen. Macht's gut!